Hallo Freunde und willkommen zurück bei Vampir. Wir haben das letzte Mal ein paar Informationen noch über dessen Namen ich gerade vergessen habe. Das ist ja hier Miss Cox. Und über ihn. Ja, komm, halt die Schnauze, Edwina. Wir wollen mit Booth reden. Booth. Ja, wir haben ein paar Hinweise über dich gekriegt und du hast irgendjemanden umgebracht. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. Ja, there gut. Has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done around here. No one gives a shit. Sorry. Sind sie so herzlos? Sie liegen falsch. Jemand wird sie töten. Ja, gucken wir mal. Don't you see it's an endless spiral? One day it will be you who will be stabbed or shot or worse. That's what my sweet and Nina always says, that one day I'll get it too. Das kann durchaus passieren. She says it with the most beautiful smile, my Edwina. Ja, aber deine wundervolle Edwina, die hat doch Hintergedanken. Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. Yeah. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she okay. is. Dann, wenn er so aufrichtig ist, ist das schon mal eine schöne Sache. Aber mehr wissen Goodbye. Wir auch nicht. Haben wir von ihr noch irgendeinen Hinweis jetzt? Oder haben wir? Ich weiß es gar nicht. Also ich würde diese... Hello again. Hello again. Mister. Goodbye, Mr. Gut. Ich würde die Folge ein bisschen wieder ein paar Leute bequatschen und gucken, wo uns das Ganze hinführt. Haben wir mit ihm schon geredet, mit dem Suffkopf. Good evening, sir. Whatever. Whatever. Geil. We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, okay. You had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you this time. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn auch vergessen. So wichtig war es also für keinen von uns beiden. Ich weiß gar nicht, ob ich den, was ich denn schon gefragt habe. Na egal. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. Also wenn man davon Geld verdienen kann, klar. Für viele ist das der Traumjob. Und dann trinkt einfach weiter, ja, du, warum? Was willst du vergessen? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad. Okay. That's because I am Doc. Okay, also er will lieber selber bestimmen, wann und wie schnell er stirbt. Weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist für das Leben, das man bloß einmal hat und leben kann. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Ja, du trinkst ja die ganze Zeit. And at noon, I'll drink at night. Woher soll er dann wissen? Na? Also woher soll er die Zeit nehmen zum Arbeiten, wenn er den ganzen Tag trinkt? Ich verstehe das. Ich verstehe das voll und ganz. Wenn ich den ganzen Tag essen würde, hätte ich auch keine Zeit zum Arbeiten. Is there anything weil ich kein Trinker bin. That you like about this part of town? Entschuldigung. Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Ach so. Warte mal, ich würde mich gern umgucken, aber so richtig fröhlich sieht's nicht aus. No reason at all to rejoice then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Ja, gerne. Ja, dann erzähl. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. A bomb that exploded and killed many people. Das machen wir blood leider. Everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? Ein gebrochener Mann. But you know what the worst part is? Deswegen will er vergessen. I don't even remember where it happened. Ach nee, doch nicht. I've drunk so much to forget it. Das ist gut. Now I can't remember where it was. Ach Gott. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Oh, dann können wir es ihm ja sagen. Even if you tell me where it is. Schade, okay. I'm not sure I'd memorize it. Das ist dann relativ sinnlos, wenn wir es ihm sagen, weil vielleicht hätte ihm das ja geholfen bei seiner emotionalen, psychischen Krise, die er gerade durchlebt. Is there anything in particular that you like about this part of town?
Wieso war das noch weiß? Ach so, wegen, warum sind sie so zynisch? Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Okay. Aber no reason at all to rejoice. Let me tell you. Ach so. Another time. I'm not sure I want jetzt to hear erklärt sich das. Aber hä? Warum? Okay. Das ist eine interessante Frage. Hatten sie Träume? Wird er sicherlich gehabt haben. Letzten Endes, wir haben es ja rausgerichtet, er ist ein gebrochener Mann, ne? Hat alles verloren bei dem Bombenangriff. Ich denke mal, Weltkrieg ist ja später nach dem Ersten Weltkrieg. Gab es da Bombenangriff auf London? Ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal, Frau, Kinder und dementsprechend als Einzige überlebt. Kann ich sogar nachvollziehen, dass er... Ich finde es nicht gut, aber ich kann nachvollziehen, dass er reagiert und handelt, wie er eben handelt. Aufgrund der Tatsache, dass es einfach aktuell, beziehungsweise seitdem nichts Schönes mehr für ihn zu leben gibt. Was eigentlich, das ist mega traurig, nicht? Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change, to really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Das stimmt. Das sind eigentlich beides sehr schöne Fragen, ob er ein Idealist war oder ob er die Welt für wirklich so schlecht hält. Die Frage ist, was wird dir ein Trinker auf so eine Frage antworten, ne? Aber man sagt ja in Vino Veritas, ne, im Wein liegt Wahrheit, dann ja, schauen wir mal, wie wahr das Ganze wird. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believe that exclusive property is a robbery in nature. Also eher ein Revolutionär. Das ist interessant. Was haben wir da für einen Hinweis? Dyson war in jungen Jahren ein überzeugter und radikaler Anarchist. Ja, dann... Ja, ist es vielleicht nicht ganz schlecht, dass diese Ideale nicht mehr vorhanden sind. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. Naja, aber dann bist du doch auch zu schwach. Also er sagt, die anderen sind zu schwach, zu korrupt, zu schuldig, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Habe ich das richtig verstanden? Ich muss mal kurz nachhorchen. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure. But others will come. Aber da muss ich sagen, aufgrund dieser Tatsache, dass er selber sagt, er hat versagt, ist er selber schuldig auf eine Art, ne? Und schwach. Dann verstehe ich nicht, warum er nicht einfach... Ja, ich meine, klar, ne? Gebrochen, aber... letzten Endes macht er sich gerade genauso schuldig wie all die anderen, die nichts tun. Ich weiß nicht, ob er das sieht. Das würde mich mal interessieren. Das ist doch mal eine interessante Frage. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Ah, das ist gut. Naja, wir gehen jetzt so vor. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Okay, das ist schön. Eine friedliche Revolution, wobei ich Anarchie als solches jetzt nicht unbedingt als meine Form des Zusammenlebens sehen würde. Ich meine, er hat ja gesagt, Exclusive Property, er mag die Vorstellung nicht, dass Menschen exklusiv etwas gehört. Das sehe ich bei gewissen Dingen so, zum Beispiel bei Land sehe ich das genauso. Das Land gehört der Erde, also Mutter Erde, der Natur und nicht uns. Der sieht aber Vater Staat anders. Aber wer bin ich, das zu kritisieren? Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. Okay. But I'll admit, I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Ein gebrochener Mann ohne Ideale, ohne Träume und ohne den Glauben in irgendetwas. Und da wir ihn sehr einfach mesmerisieren könnten, ist die Frage, ne? Wohin würde sein Leben führen? Was könnten wir ihm Gutes oder Schlechtes tun? Ich weiß es nicht. Weil am Boden ist er schon.
Und selbst wenn er aufhört zu trinken, wird seine Leber so stark geschädigt sein, dass es eh bald vorbei ist. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted and I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I try asking Tom Watts about him. Tom Watts. Okay, das ist wieder der... Goodbye, Mr. Das ist wieder hier der Kollege. Ja geil, der fährt einen Zug. Hier redet noch eine andere Frau. Geh mal kurz hier hoch. Warte mal, da läuft da jemand. Wer bist denn du? Halt, stopp. Hey, halt. Good evening, sir. Good evening. Simon. Why must it always be a good evening? I was just being polite. Nee, man wünscht das ja den Leuten. Man sagt, I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Okay, du bist ein sehr... Oh, er ist erkältet. Haben wir was gegen Erkältung? Ja. I will see you later. Wir haben ja gar nichts. Scheiße. Aber wir fragen mal über die Docks. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Okay, schön. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Bettler. Okay. Ich bin sofort da, so. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Also, Seymour ist ein sehr... Er ist sehr geradeaus, sehr direkt und unheimlich unsympathisch. Ja, geil. Was ist Ihre Aufgabe? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass er nicht nett zu ihr ist. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Okay, also der Mann, er hasst nicht nur alles andere. Er hasst auch sich selbst. Also der wird zerfressen von seinem Selbsthass und ist deswegen nicht in der Lage, in anderen etwas Gutes zu sehen. Wäre jetzt meine dilettantische psychologische Meinung seinerseits. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like. Patience, ihre Geduld. Okay. Ja, da können wir nichts. Aber Sean Hampton können wir ausfragen. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's cunt? Confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Ja, danke. Du bist so ein zuvorkommender Mann. Deine Kette kannst du alleine suchen, du Arschloch. So, leck mich. Kurz mal die Karte hier angucken. Okay, geht's noch mal runter. Hier geht's wieder... Oh, oh, wartet mal. Sind wir hier nicht hergekommen? Southwark Bridge? Ah, ja, alles klar. Von hier sind wir gekommen. Okay. It's locked, all right. Ja, Entschuldigung, ich frage nicht... Blutige Halskette. Von Seymour für meine geliebte Mutter Stella. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Hä? Wieso sneaky bastard? Wo ist denn jetzt das Problem? Also, ich sehe jetzt gerade das Problem nicht. Ich meine, das ist doch alles richtig. Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Was haben wir jetzt rausgefunden? Der da. Details. Hinweise gesperrt. Aber wir haben deine Kette, Alter. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah, yeah. Leichen? Habt ihr da Leichen gesehen? Ich habe keine Leichen gesehen. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace. Huch. Ah, so that's where I left it.
I can be a bit stupid sometimes. Interessiert den das überhaupt nicht? Was ist das für ein Typ? Leute, was ist das für einer? As a man of science, I'd like to try to understand why you killed those people. Why does there need to be a reason? They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Was für ein Arschloch. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times. Ja geil, das ist die beste Begründung. Die ging mir auf den Sack, also Kopf ab. How many? Alter. How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. Immer noch eine sehr interessante Einstellung, die der Mann hat. Es passiert, wenn es passiert. Der Tod kommt, das Leben geht. Ich bin nur ein Werkzeug für die Entscheidung Gottes. Oh. Okay. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all. Ja, die sind ja tot. Calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, that calms the only thing we have in common then. Aber im Ausweichen ist er richtig gut. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Alter, was? Kills the anger. For a time. Der Mann ist definitiv ganz doll krank. Ganz, wenn wir nicht schon tot wären, würde ich sagen, gut, tschüss, bevor wir ihn auch mal nerven, gehen wir lieber. Was hat denn der für eine... Ah, der hat eine hohe Stufe. This rage you feel. Have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mom. I tried for her. Telling the truth made me feel better. Okay. For a while. Also, wir müssen jetzt mal so offen sein. Hier rennt ein Serienmörder rum. Und das Einzige, was wir machen, ist, ja, wie geht's Ihnen denn mit Ihrem Hass? Was ist denn Ihr Problem überhaupt? Und nicht, wir sollten Sie der Polizei übergeben, denn Sie sind ein gesuchter Serienkiller. Nein! Okay. Sie sollten sich Hilfe suchen. Alter, der gehört weggesperrt. Don't you think you should seek help? Mit jemand Vertrauten. Talk to someone you trust. Ja, geil. Someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mom. Ach, mein Freund, mein kleiner Seymour. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her. But can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. Merkt ihr gerade was? Wartet mal. Seymour. Seymour. Wartet mal, ich muss kurz, es tut mir leid, ich muss kurz was schauen. Also wir reden hier von einem Typen, dessen Mutter ihn sehr betütelt und beschützt. Und er hat auch eine hohe Meinung seiner Mutter. Und er heißt Seymour. Wer denkt da noch an die Simpsons? Skinner! Ist das eine Parallele? Jetzt habe ich was er gesagt. Verdammt! I don't believe death is the appropriate sentence for murder. Not in a civilized society. But the last word has to remain with the law. There is no law around here. No justice to be found. Okay. In these parts, revenge is the only answer. Scheiße! Nein! Hinweis verloren! Nein! Damn it! Scheiße! Kacke, kacke, kacke! Goodbye, Mr. Fishburne. Da gibt man eine nette Antwort und dann ist das auch falsch? Fuck it! Fuck, fuck, fuck! Was ist denn hier? Nix. Ach, wer bist du denn? Moin? Hello, boy. Hä? Hello. Good evening. Did I scare you?
You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. Okay, das ist My die Begründung. Rufus, Sir. Rufus Kingsbury. Okay, also Rufus Kingsbury sieht aus wie Klaus Kinski mit dicken Backen. Dein Leben in London. Über diesen Teil. Ja, okay. What can you tell me about this? Aber er duzt, das ist ja cool, dass es angefasst wurde. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Aber warum? Genau. Why do people avoid you? Was hast du, They call Tripper? Me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Ah, okay. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. For better or worse, okay. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Ah. Ja, Rufus trägt einen relativ abgetragenen Mantel, ne? Alles ein bisschen zerschunden. Viel können wir gar nicht über ihn rausfinden, leider. Do you have a job? It's hard to work. What with my head and all. Was ist mit seinem Kopf? Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Oho, okay, aber naja, hat ja nichts im Hinterkopf. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Okay. Okay, also müssen wir mal gucken, ne? Also letzten Endes müssen wir die Red Boot Boys irgendwie rauskriegen. Das ist so eine, das ist so mein persönlicher Wunsch, meine Mission. Muss ich auch ein paar Leute rekrutieren, dann geht das los mit Fackeln durch London, Red Boot Boys raus. Vielleicht ziehen wir uns noch irgendwas an, so ein Kostüm, ne? So ein Geister, so ein Gespensterkostüm. Fände ich ganz cool. Und dann große Kreuze anzünden. Damit die wissen, die müssen hier weg. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. Das war schon der erste Unglücksfall. Eltern weg. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Tragisch, vorsichtig. Es ist schon tragisch. This es ist tragisch. City has abandoned so many of its children. It's tragic. Oh, sorry. I'm worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been Ach. Very kind to me. Why do you think she's so considerate? Weil ihr eigener Sohn eine Schande ist. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost. Okay, also. Also Seymours Mutter kümmert sich um Rufus. Wahrscheinlich, weil... Hier sieht er mega alt aus. Wahrscheinlich, weil... Scheiße, haben wir keinen Hinweis. Sie ihren eigenen Sohn so weit hat kommen lassen. Do you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. Gut, dann sind wir letzten Endes genauso weit wie vorher. So long, Rufus. Be careful. Take care. Okay, dann sind wir genauso weit wie vorher und... Oh, was ist das? Was ist denn das? Was auch immer das ist, wir schauen es uns alles verschlossen. Ah. Verdammte Scheiße, ich komme da nicht rein. Gut, Leute. Dann soll es das für diese kleine Aufnahme erstmal gewesen sein. Es ärgert mich unheimlich, dass ich diesen Hinweis nicht gekriegt habe. Dammit. Oh, Leute, das kotzt mich an. Was ist denn das? The Old Caravel Rum. Oh ja, Rum. Since 1861, Cavendish Scotch Whisky. Komme ich da hin? Was ist das, Leute?
Der füttert eine Ratte. Die dürfen wir dann dementsprechend nicht töten, ne? Okay, Leute. Dann aber, wie gesagt, soll es das für diese Folge erstmal gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, was wir von Skinners Mom noch rauskriegen. Und ja, beziehungsweise Miss Fishburn Stella. Ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergehen wird. Ich sag vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Okay. Ach, weil der lang gegangen ist. Das war jetzt ein schöner Effekt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.